Hallo ihr Lieben, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem League of Legends Gameplay mit einem Champion, den man einfach, wenn man die League of Legends Weltmeisterschaft verfolgt, man muss ihn einfach rausholen und spielen. Und ich präsentiere euch Dark Cosmic Djinn, a bloom like a flower in the dark. Alright, das ist mein absoluter Lieblingsskin und dieser Champion bricht alle Rekorde. Ich will nicht spoilern, die League of Legends Weltmeisterschaft ist schon leider fast vorbei. Wir haben noch Halbfinale und Finale vor uns. Und dieser Champion ist der beste Champion der League of Legends Weltmeisterschaft. Er ist fast der meistgespielte Champion und trotzdem hat er die höchste Winrate. Djinn ADC. Ich spiele jetzt in der Mitte, weil ich AD nicht bekommen habe. Und ich muss gegen den Echo ran mit dem Namen Future Echo. Ihr könnt ihn angucken, der hat fast 1 Million Echo Points. Das wird auf jeden Fall witzig. Hier wird getradet. Ganz kurz, damit jetzt ich denke, Mike verarscht euch und so weiter. Der meistgespielte Champion of the Worlds ist Graves, dicht mit Abstand. 62 Games, danach kommt Senna. Djinn ist an fünfter Stelle mit 45 Games und einer Winrate von 67%. Leicht mithalten in der Weltmeisterschaft kann Toplane Ornn, der hat auch viele Games und viele Wins. Und Midlane Orianna, auch viele Games und viele Wins. Nice, ich muss nicht gegen den Echo-Spieler ran. Das heißt Range gegen Range, kind of. Mal gucken, ob wir ihn später snipen können. Ich hoffe, der Game-Sound ist angemessen. Mal gucken, wie der Train. Will er es wirklich? Oh! Okay, er haut Ignite raus. Er hat gedodged. Nicht schlecht. Er hat meine Kuh gedodged. Jetzt will er mich selber ollen, ne? Yes! Da war zu ballsy. Wir hatten keine Vision hier im Gebüsch, aber er hat auf jeden Fall gesidestepped. Hat er TP oder so? Ich liebe einfach auch die Sounds von Djinn, wenn wir ganz ehrlich sind. Es ist einfach krank. Es ist einfach krank, dieser Skin. Dieser Skin, dieser Champion. Es ist einfach krank. Ich habe übrigens meine Mikrofoneinstellung jetzt wieder so angepasst, dass der Klang besser ist. Warte mal. Ich warte direkt auf die Boots. Der Klang von meiner Stimme ist jetzt besser, aber es kann sein, dass jetzt der ein oder andere wieder sagt, I don't know. Vielleicht ist es zu leise. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich denke, es müsste eigentlich passen. So. Aber ich habe es im Stream getestet mit den Leuten und vom Klang her. Und das ist wohl der bessere Klang, so wie es jetzt ist. Okay, ein Bass. Schöner Push in meine Richtung. Und Djinn ist einfach nur geil. Warum ist Djinn auf der Weltmeisterschaft so beliebt? Er ist vielleicht nicht so ein... Ups. Ah. Ah, er will zur Krabbe, okay, I get it. Er ist vielleicht nicht so ein, ja, so ein Ash-Carry-Pick, der mit Auto-Attacks brilliert. Was an Djinn stark ist, ist erstens, er hat einen angenehmen Burst, natürlich mit seinem vierten Schuss. Mit Stormraiser. Das ist auch ganz nett, weil du kannst, ziemlich entspannt an den Gegner ran. Ich bin gerade total konzentriert am Fahren, jetzt habe ich tatsächlich zwei verkackt. Ich hätte Bock. Starke Mann. Und das ist der Grund, warum Djinn so OP ist. Genau das ist der Grund, warum Djinn gerade so OP ist. Weil er in jedem Gank, in jedem Skirmish ist am Start. Er ist am Start, wenn der Jungler kommt. Und, keine Ahnung, hier um die Scuttle fightet. Zack, hast du ein W drinne. Und Djinn ist einfach der perfekte Unterstützer für Picks. Und wer die League of Legends Weltmeisterschaft höhere Elo sich mal genauer betrachtet hat, der stellt fest,
Es wird viel getanzt und auf einmal spawnt der Drache. Und dann geht es darum, wer tänzelt besser und wer macht den besseren Pick. Und gerade Competitive, klar, wenn du jetzt irgendwie Silber, Gold spielst, Djinn, und dann fühlt sich manchmal doof, wenn dann kommt so ein Talon, kommt so ein Akali, kommt so ein Zed, machst du nicht viel. Aber in höherer Elo und Competitive ist Djinn der absolut geile Unterstützer aus der Ferne mit seiner Snipe-Mechanik. Ja, will er mich snipen oder nicht, der Jace? Wir stehen schon 2-0, geht's gut. Ich finde einfach den Skin zu brutal. Zu brutal, dieser Skin. Er will den Last Hit machen, dann bin ich drin. Schade. Dreierboots, ne? Not enough. Not enough. Ich wollte ihm Schuss geben, Q, W, um schön zu traden. Er ist Level 4, ich bin Level 6, ne? Das darf man jetzt nicht vergessen. Djinn ist so brutal geil. Viele von euch wissen ja, wie sehr ich Djinn feiere. Es ist nicht das erste Mal, dass ich sage, Djinn ist krass, aber seitdem ich diesen Skin habe, seitdem ist Liebe da. Ja, wieder zwei Minions denied? Wir haben die nochmal im Wald eigentlich. Ah, Shyvana, okay. Das ist gut, weil Shyvana ist im Early noch nicht so stark. Ja, sobald die hier Drachen hat, kommt die. Schade, er gönnt nicht. Ja. Jetzt spielt er passiv. Ich weiß nicht, ob er mit 6 nochmal probiert. Ich will den Tower, die Plate haben, ne? Okay, mit der nächsten Wave kriege ich die Plate, aber ich... Eine Recon? Ne, ich wollte gerade sagen, das kann nur ein Recall-Bait sein. Ah, shit. Ist ein Trade-Shop? Könnte nicht. So denied man Minions von einem Jace, Freunde! Von einem Ranged Jace! Hat doch keinen Bock mehr. Aber die Frage ist jetzt wirklich ohne Witz, wo ist Shyvana? Weil es sieht so aus für mich, als ob er ein bisschen mutiger geworden ist. Und das heißt für mich wiederum, weil ich habe den Jungle. Ewig nicht gesehen. Na, wann ist sein Snipe? Wo kommt sein Snipe? Wo kommt sein Snipe und wo ist die Shyvana? Da ist sie. Ja, wenn er so macht, mach ich so. Ist nicht gewordet, er ist wieder da. Ich hätte noch mehr tanzen können, so. Naja, Flash for Flash in dieser Runde. Shyvana hat ihren Drachen raus, darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, ich kann es probieren, ne? Minions clear! Ich habe am Ende nur noch versucht, auf die Minions zu gehen. So. Oh! Noch eine Platte. Aua. Für solche Fälle habe ich noch die Heilung, mein Freund. Shyvana, danke dir für Wrap-Up. Und das ist einfach super genial. Ne? Warum kriege ich die Leute alle? Das liegt daran, weil ich meine Dreier-Boots gerusht habe. Ich habe so early die Dreier-Boots. Und das ist einfach, das ist ebenfalls geil. Ich habe Djinn ja schon irgendwie vor einem halben Jahr gepredigt. Da habe ich ihn
Usain Bojin genannt, beziehungsweise ich glaube sogar mehrere Streamer haben den so genannt, einfach weil du so schnell bist. Du spielst Fleet Footwork, du spielst Dreierboots, du hast Nimbus Cloak, ob du jemanden mit einem Auto-Attack hittest, ob du einen Summoner Spell benutzt, egal was du machst, du wirst einfach so schnell mit Jhin. Und Midlane Jhin ist tatsächlich gar nicht mal so scheiße. Ja, Botlane Jhin ist noch geiler, weil du kannst deine W auf die Fähigkeiten deines Supporters auch usen. Aber Midlane Jhin habe ich auch schon öfter gegen gespielt und es ist, ich würde es nicht unterschätzen, du. Einfach ein bisschen mit der W gewartet, damit er tänzeln muss. Und er hat keinen Bock mehr. Welcher Bock gegen Jhin? The King of the Dark Side. Jo. Immer so ein bisschen die Jungle-Eingänge sichern, falls Shyvana kommen will. Vier Schuss. Boom. Ist auch super angenehm. Diese vierte Schussmechanik, das fühlt sich so an wie jedes Mal so ein Orgasmusgefühl. Also. Ja, Echo. Okay, er hat den Herald. Er hat den Herald. Er hat den Herald. Oh, nein. Kriegt er den noch? Da krieg ich einen Support. Am Ende krieg ich noch einen Support und danke, dass er gekommen ist. Geil. Shyvana gedroppt, Herald bekommen, Jace gedroppt für einen Pick. Das nehme ich gerne an. Stormraiser's ready. Als nächstes geht hier Infinity Edge, beziehungsweise, warte mal, lohnt es sich jetzt hier schon? Pickaxe, die rohe Gewalt will ich haben. Ich will die rohe, ich brauche kein Blut, Dings, wie heißt das? BF will ich ganz selbst sagen. Dorans Blade brauche ich nicht. Also, die rohe Gewalt. Leider erst ein Tod kassiert. KDA ist noch auf 6. Wer ist bei den Gegnern gefährlich? Der Toplane Echo. Der Rest ist ja, die sind alle ziemlich behind. Jetzt würde ich gerne noch irgendwie versuchen, die letzte Platte circa. Ich war gerade leicht überrascht, wie viel Damage der Jace gemacht hat. Ne, er hat mich schon wieder. Wow! Okay, okay, ich bin überrascht. Ich muss sagen, ich bin sehr überrascht, wie viel Damage Jace reinhaut mit nur Ninja-Tabis. Und dann der Insect. Da hatte ich dann keine Chance mehr. Also. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, jetzt kriegt er Platten. Sehr, sehr, sehr interessant. Also ich bin ja sowieso Toplane, bin ich gar nicht unterwegs, deswegen kann ich Jace wahrscheinlich noch mit am wenigsten einschätzen. Das hat bei ihm so viel Schaden gemacht. Ich glaube, am Ende hat mich der Insect gerackt tatsächlich. Weil sonst wäre ich unten noch rausgelaufen, aber der Insect in den Turm hat mich dann am Ende gerackt. Er zieht's komplett durch, er will meinen Tower schnitzeln, das lasse ich zu. Wie weit geht meine Ult? Kann ich ihn hier tanzen lassen? Ich kann ihn nicht tanzen lassen, ne? Okay. Komm ich da ran? Ich mach Full Ham. Nein. No way. Dreierboots. Yes! Full Ham, Alter. Den wollte ich haben. Ah, Rache ist süß. Er muss direkt wieder complain, ey, der Glückliche. Krieg ich den Tower? Botlane Tower haben wir schon. Es war natürlich ein sehr teures Invest, ne? Competitive oder im Rank würde ich es wahrscheinlich nicht machen, weil ich habe jetzt weder Flash noch Heal und das sind sehr wichtige Beschwörerzauber. Die Auto-Attack-Animation, das will mir noch keiner sagen, Alter. Bei mir ist jeder vierte Schuss so. Und. Oh, der Passcockblock des Todes! Der vierte Schuss kam nicht! Oh, kennt ihr das, wenn ihr kurz vom Orgasmus seid und auf einmal Cockblock des Todes? So hat sich gerade der vierte Schuss angefühlt. Ja, die Krabbe? Wo ist er?
Mit Angst. Okay, einmal kurz fürs Gefühl wieder. Eins. Zwei. Drei. Oh, oh. Ich liebe diesen vierten Schuss. Das ist die geilste Fähigkeit im gesamten League of Legends. Ne? I'm here, son. I'm coming. I want V2 you. I want V2 you. Dreier Boots und boom, Stormraiser. Boom, W. Boom, Snipe. Raus mit dir, Jung. Okay. Ihr merkt, so ein Orgasmus, nicht nur in jeglicher Form, bringt Glücksgefühle. In diesem Sinne, enjoyt man League of Legends nochmal doppelt so viel. Meine Community ist eh schon ein bisschen älter, so. Das ist schön an meiner Community, so. Ich kann sowas einfach sagen, ohne dass jemand sagt, Mama. Und selbst wenn, dann soll Mama gefälligst aufklären. Nein, okay, wir reiten uns in etwas rein. Geht jetzt nicht zu eurer Mama hin und fragt Mama, was ein Orgasmus. Wobei auch das sollte eigentlich normal sein. Man sollte in der Familie über alles sprechen können, aber you know what I mean. You know what I mean? Jeder, der das auch so fühlt, dass Jins Auto-Attacks einfach orgasmisch sind, vor allem mit diesem Skin. Daumen nach oben. Jeder, der das nicht so sieht, auch Daumen nach oben. Andere Option will ich nicht. Nami, willst du recallen oder willst du nicht recallen? Ah, okay. Da war es dann doch ein bisschen zu short. Komm her, Twitch. Ja, geh lieber unsichtbar. Ich weiß gar nicht, wie gefährlich ist der Twitch? Hat der Kill zu nehmen? Alter, du bist doch so schnell. Hier oben geht richtig was ab. Der ist low, ich hab Snipe, ich hab alles. Hier unten aber auch. Okay, alle sterben. Ich weiß nicht, laufen die weiter? Haben sie den Herald? Recallen die? Ah, da waren noch beide. Okay. Da waren noch beide. Das war das Problem. Ich hab's schon geahnt, dass ich meinen Orb hier hingesetzt habe. Ich hätte meinen Orb für hier gebraucht. 1v2, 1v2. Schade. Und wieder der Insect von Jace. Es scheint so ein bisschen wie bei Seth zu sein. Weil bei Seth ist es ja so, wenn er auf dich drauf sprintet, dich ranpullt mit seiner E, läuft er um dich herum und dann dich in deine Richtung. Der neue Champion Seth, ne? Der Brawler, der Boss. Der kriegt dich relativ gut geinsackt, wenn er dich mit dem Hook erwischt. Und das scheint mir bei Jace relativ ähnlich zu sein. Wenn er auf mich drauf jumpt, mit seiner Hammer-Q-Form, dann bin ich verlangsamt. In dem Moment läuft er ein bisschen hinter mich und kann mich insacken. Also das war jetzt auch, das ist auch irgendwo ein bisschen so Lehrgeld und Training. Außerdem, man merkt es glaube ich auch so ein bisschen von dem strategischen Standpunkt aus und vom Triad her teilweise. Das ist ein Normie hier gerade. Okay, ist da. Ja, hier sind noch Nami ist hier noch, ne? Zu viele sind. Es ist ein relativ guter Spot. Nami will bestimmt hier warden gehen. Oh! Er will noch einmal dingsen. Er will noch einmal dingsen. Oh! Oh! Okay. Aber wieder drei Leute an mir beteiligt. Ich bin gerade immer irgendwie 1v3. Maokai läuft zurück. Echo reagiert auf gar nichts gefühlt. Aber wenigstens hat er im Early gute Ganks gemacht.
Wir stehen 8-4, die Gegner haben. Okay, der Drache ist dran. Again. So. You all solo, Hashtag ich auch eigentlich, aber ich bin aus der Mitte eigentlich und es sollte in die Mitte kollapsen. Aber ich wäre für Grouping. That's the Drake, son. That's the Drake. Ist er mal okay, TP? Will er es probieren? Nee, Echo läuft weg, Maokai TP. Das meine ich so. Im Ranked hätte man vielleicht mit drei Leuten was machen können, weil Shyvana hatte keine Ult, der eine war low. Twitch ist 0-4 oder 1-4, also man hätte theoretisch noch fighten können. Aber so fühlt es sich auch gerade an. Also ich kriege keine Unterstützung, weder irgendwie noch im Duell. Noch bei strategischen Calls. Ich glaube, hier ist der Echo. Wow! Okay, der Echo hat Nashers und... Ich sollte so nicht solo, ne? Ich bin zwar Midlaner, aber ich bin auch ADC. Und deswegen ist Solo schwer. Group or lose. Letzte Chance. So, innerhalb von 3 Minuten turnt das ganze Game. Nein, Quatsch. Eigentlich ist noch alles offen. Wir können ja selber uns ein bisschen zurücknehmen, auch wenn es nicht in meinem Interesse ist bei so einer schönen YouTube-Aufnahme. Die Gegner haben früh gegroupt. Ich glaube, das lag daran, weil deren Tower-Reihe gedroppt ist. Die haben hier die Tower verloren, da den Tower verloren und da. Und deswegen haben die Gegner dann angefangen zu groupen und wir haben es noch nicht gerafft. So. Wobei, Jenna ist nicht da, die läuft wieder Bot. Kriegt er noch einen Shot? Wo ist Kaiser? Okay. Ja, da muss man durch Normals. Da darf man sich nicht aufregen. Es muss ich akzeptieren direkt, dass es kein Grouping geben wird. Muss ich einfach so akzeptieren. Die sind vom Tower weggelaufen Richtung Nashor, ne? Okay. Vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich auch noch zu sehr im Diamond Fieber vom Rank Game. Ich habe auch keine Ahnung, welche Elo das ist gerade. Aber erinnert euch daran, der Echo hat fast 1 Million Echo Points. Man sieht es direkt, er kann sein Champion. Sobald ich meinen FC habe, kann ich die Long Range Shots setzen. Oh, Support gegen Support. Das wird alles gesetzt. Das Schild kommt relativ spät. Wobei es auch das zweite sein könnte. Die schenken Echo die Kills. Es sollte jetzt ein Bait sein, I guess. Ja. Let's go! Okay, wir pushen. Es ist, starker Maokai Insect, go. Starker Maokai Insect. 12-6, holy shit! Das Game gefällt mir. Oh, 14-6. Dafür habe ich auch geheilt. Warum? Nimbus Cloak und Attacke. Damit wir schnell an die Kills kommen. Er hat keine Ult. Was ist mit denen? Die laufen alle in meine Wehen. I love it. Keep going, keep going, keep one by one. Stop it, nein, don't stop it. Come please again.
Schade. Ich wollte rechtzeitig wegflashen. Aber wieder, dritte Mal in Folge kommt der Jace Damage, den ich einfach nur einschätzen kann. Aber der hat auch drei Lethality Items. I can't do it anymore. Twitch ist Scaler, Shyvana ist ein Scaler. Warum versuchen die nicht zu skalieren, at least? Wow, ich bin sehr rich. Ich bin sehr, sehr, sehr rich. Ich weiß gerade gar nicht, was baut man als Viertes? Google. Was baut man auf Jhin als Viertes? GA? Fragezeichen? Muss kurz überlegen. Ich sehe Phantom Dancer, ich sehe Yumus, ich sehe Schutzengel. Yumus kostet 2,9. Schutzengel 2,8. Dann brauche ich wahrscheinlich als letztes GA. Chat! Falls es hier grobe Fehler gibt, immer wieder gerne. Aber ich denke, Yumus. Das Gute an Yumus ist, und warum es gebaut wird, kann ich mir sehr gut vorstellen. In der passiven, ich habe es immer wieder gesagt, 40% Movement Speed out of Combat. Und das darf man nicht unterschätzen. Das ist einfach 40% Movement Speed out of Combat. Das heißt, du läufst noch schneller. Und das ist der Movement Speed Jhin Build. So, darauf basiert der ja irgendwo. Nein. Das ist mir zu riskant. Ich wollte ihn gerade eh snipen. Aber mit dem Redemption und dass er mich so weit chased, again und again. Ich glaube, jetzt hat er mich tatsächlich mal unterschätzt. Scheiße, der Echo macht den ganzen Kills. Nein, das wäre ein Hit gewesen. Nehmen wir noch wenigstens Secrets und Garnet. Der Echo. Ich habe noch die Punkte für den Inhibitor. Der Snipe, das seht ihr das? Egal wo man mit Jhin steht, du kannst immer snipen. Dodge. Und wow. Zwischenzeitlich ein bisschen reingeintet von mir. So, es lag zwar ein bisschen am Grouping, aber war meine eigene Schuld so. Wer intet, der hat selbst Schuld. Geiles Game, Leute. Ich hoffe, ihr feiert Jhin. Ich hoffe, ihr hattet mindestens ein Come-Shot-Gefühl. Wir hatten Snipes mit der R, wir hatten Snipes mit der W, wir hatten geile Grenades, wir hatten, boah, die Pflanzen finde ich auch sehr stark, vor allem wenn du in der Mitte spielst, so, wie oft haben unsere Pflanzen irgendwie den Gank verlangsamt, das war schon, ich mochte Maokai's Engages, Echo Early, ich glaube im Endeffekt muss man hier Echo ehren, wobei Maokai's, na komm, ich glaube Echo hat mehr gemacht, ja, auf jeden Fall. Jawohl, sie geben mir die Feder. 16.000 Gold fast. 5.000 mehr als der nächste. Danke, mein Team. 29.000 Damage. Jhin. Boah, er ist einfach so großartig und grandios, ey. Wenn ich wirklich. Das ist ein Champion, wegen dem würde ich auch anfangen, ADC zu mainen. Das ist so ein genialer Champion. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mich mal wieder auf YouTube zu sehen. Ich weiß, es ist gerade sehr sporadisch alles, aber ich habe euch alle lieb. Lebt euer Leben, genießt euer Leben, versucht das Negative wegzuschieben. Und ich habe in letzter Zeit einen Satz in League of Legends gehört. Oder ich habe einen Satz in der Doku gehört oder von irgendeinem weisen Mann, Politiker, Weltverbesserer, weiß ich nicht. Aber das kann man gut in League of Legends übertragen. Und zwar, du kannst nicht das Verhalten anderer Menschen ändern, nur dein eigenes. Das heißt, wenn, ne, ich bin ja manchmal so emotional, dann schreibe ich ganz viel in den Chat und dann blame ich Leute und dann überlege ich mir, warte mal, ich kann die Leute eh, es bringt eh nichts, ich kann eh nichts sagen. Die machen eh weiter. Aber ich kann
mir an die eigene Nase fassen und selber anders aufnehmen, selber anders damit umgehen. Und das ist meine Weisheit des Tages. Du kannst andere Menschen, und das kann man auch vielleicht im Beruf oder irgendwo in der Liebe oder bei Freunden, wenn du was erzwingen willst, du kannst andere Leute zu nichts zwingen oder dazu bringen, dass sie etwas auf jeden Fall machen, es sei denn, du bist Diktator. Aber du kannst an dir selber arbeiten. Und in diesem Sinne, Kuss auf die Nuss, arbeitet an dem Like-Button, so gut ihr könnt. Tack, tack, tack. Ich weiß, wenn man mit einer Hand in der Hose, der anderen im BH und der dritten Hand auf dem Sofa, was laber ich? Okay, Leute, peace out, haut rein und macht's gut in diesem Sinne.